Hallo und herzlich willkommen bei Silverwurm. Ich habe da sowas gehört. Und zwar, dass der Sommer kommen soll. Ja, immer nur so in kleinen Portionen. Aber wir wollen ja auch nicht unverschämt sein. So ein Sommer von Juni oder Mai bis Oktober, ne? Das ist Luxus, vor allen Dingen dieses Jahr. Wir müssen es so nehmen, wie es kommt, aber wenn es kommt, dann trifft es uns ja manchmal wie mit einem Hammerschlag. Also so habe ich das Gefühl, so nach dem Motto, boah, jetzt kommt der Sommer, aber jetzt, ne, gibt der Gas, um so ein bisschen was aufzuholen. Und das ist manchmal sogar recht unangenehm. Ich gehe ja öfter mal in die Sauna und da habe ich mir einen Trick oder einen Tipp abgeguckt, den ich jetzt gerne weitergeben möchte, wie man durch solche heißen Tage kommt. Klar, die Kühlungshandtücher, die kennst du, ne, gibt es ja auch jede Menge Videos zu. Das ist ein super Teil, um frisch zu bleiben. Ich verlinke dir das mal unten, wenn du nicht weißt, was ein Kühlungshandtuch ist. Aber da gibt es natürlich noch die Steigerung. Ich habe es jetzt mal hier für euch vorbereitet. Und man kann das mit zwei unterschiedlichen Tucharten machen. Einmal das ganz klassische Frottee-Gästetuch oder auch unser Kühlungstuch. Wir fangen mal mit dem Frottee-Tuch an. Das ist jetzt nichts Besonderes, aber man muss einfach nur dran denken und dann hat man so eine wunderbare Erfrischung, wenn man sie gerade mal gebrauchen kann. Wenn man im Garten mal eine kleine Pause macht oder auf Terrasse sitzt oder auf dem Balkon oder einfach nur im Wohnzimmer, die Füße im kalten Wasser, wie auch immer. Du nimmst ein ganz normales, handelsübliches Gästetuch, machst das nass und frierst das ein. Wenn du jetzt für Fortgeschrittene machen möchtest, dann nimmst du ein bisschen Zitrone oder Lavendel oder Melisse. Irgendetwas, wo du Freude daran hast, was dir angenehm ist. Dann rollst du ein kleines bisschen auf und dann hältst du dir das erstmal so ans Gesicht oder an den Hals oder in den Nacken oder unter den Busen oder hier am Arm, da wo du es gerade brauchst. Und das dauert dann ein Weilchen, bis das warm geworden ist. Und dann rollst du einfach weiter, indem du hier so ziehst. So, hier in den Räumlichkeiten ist es jetzt nicht so knackewarm. Von daher ist das immer noch steif gefroren. Und dann kannst du es dir aufs ganze Gesicht legen. Oder einfach nur mal so vor das Gesicht, gar nicht auflegen. Und lässt diese abstrahlende, kühlende, ja, das ist wie so ein leichter Windhauch, lässt du einfach mal auf das Gesicht wirken und genießt das. Oder du legst es auf, oder du legst es dir auf den Kopf, wenn der Kopf so heiß ist. Gibt ja auch Männer, die haben da weniger Haare, vielleicht ist das auch eine ganz angenehme Geschichte. Also da bist du sehr, sehr ungebunden und flexibel. Und bis das dann aufgebraucht ist, bis das dann komplett aufgetaut ist, das dauert ein Weilchen. Musst du ja dann vielleicht im Moment nicht in der ganz prallen Sonne machen, sondern gehst so ein bisschen in den Schatten, dann hast du halt länger von dieser schönen, kühlen Rolle. Oder du lässt es einfach zu und legst dir das in den Nacken. Und ne, lehnst dich dann hinten an einen Stuhl oder wo du gerade bist, an einer Wand oder wie auch immer. Und auch das kann dann sehr, sehr angenehm sein, bis dann diese ganze Kälte aus der Mitte aufgebraucht ist. Also das braucht schon ein bisschen. Und wie gesagt, mein Tipp, entweder ein bisschen Zitronenwasser nehmen oder Melisse oder. Ne? Da gibt es so tolle Bücher, kann man auch im Internet gucken, was sich dazu eignet. Lavendel zum Beispiel zum Beruhigen und mal runterkommen. Oder du nimmst eins unserer Kühlungshandtücher, dasselbe System. Hier siehst du noch unser Logo drauf, also diese Kühlungstücher, und machst es mit diesem dünneren Tuch. Was auch sehr gut klappt, das habe ich nur gerade jetzt nicht hier, ist, wenn du das so zusammenrollst und dann vielleicht einmal knickst und das Ganze dann in einen Thermobecher gibst, wenn du wandern gehst
Und dann mittendrin, wenn du denkst, boah, jetzt geht's nicht mehr, schraubst du deinen Thermobecher auf und holst das eiskalte Tuch raus. Thermobecher kann man vielleicht vorher auch schon mal präparieren, indem man ihn mit Wasser ausspült und dann auch so in die Gefriertruhe gibt und dann Tuch rein und direkt zuschrauben. Wenn du einen guten Thermobecher hast, ich nehme zum Beispiel die von Lock & Lock, damit bin ich sehr zufrieden, dann ist das nach Stunden noch so kalt, dass du da Freude dran hast. Und wenn es dann komplett aufgetaut ist, ist ja auch kein Problem, dann benutzt du das weiter als Kühlungstuch. Ne? Also ich roll es jetzt mal hier auf. Das lässt sich besser aufrollen als das Frottee-Tuch. Aber du siehst, hier ist überall noch der Frost drin. Also es ist kein Schimmel, sondern einfach nur gefrorenes Wasser. Da solltest du allerdings, wenn du dir das dann so um den Hals legst, vorsichtig sein, das kann auch schon mal ein bisschen zu kalt sein. Ne? Also das ist wirklich nur dafür gedacht, um irgendwo mal so ein bisschen was runterzukühlen, die Stirn. Und dann, wenn du dann weiter wanderst, dann hast du ja deine Trinkflasche dabei oder vielleicht ist ab und zu auch mal ein kleines Bächlein am Rande oder auf einer Raststätte, Toilette kannst du das dann nochmal nass machen, wringst es aus, schleuderst es zwischendurch immer zwei, dreimal so durch die Luft. Und dann ist es immer wieder fast wie aus dem Kühlschrank und man kann sich das so umlegen. Also diese Kühlungshandtücher, die liebe ich im Sommer. Ich liebe sie tatsächlich auch im Winter, also übers ganze Jahr. Wenn ich denn mal Sport treibe, dann lasse ich das trocken und wische mir den Schweiß damit ab. Auch sehr, sehr angenehm, weil das wiegt ja nichts. Und auch so ist das überhaupt nicht nass auf der Kleidung. Ne? Aber das mit dem Einfrieren, das ist eben nochmal der super Tipp obendrauf. Jetzt quatsche ich hier schon ein paar Minuten und das Ding ist immer noch so knüppelhart, dass ich es nicht biegen kann. Also das hält wirklich sehr, sehr lange. Entweder Frottee-Tuch oder das ist halt für unterwegs praktischer. Ich habe hier auch noch eins. Ne? Also man sieht, das braucht ein bisschen. Klar, nicht wenn 30 Grad sind, die haben wir jetzt heute hier nicht. Aber damit hast du dann eine wunderbare Erfrischung. Wir würden uns natürlich auch alle sehr über deinen Tipp freuen, von dem du sagst, ja, das mache ich im Sommer und damit bin ich ganz glücklich. Weil, ne, ist doch schön, wenn wir so ein paar Tipps hier austauschen können und dann alle voneinander lernen. Also das hier ist bei mir im Sommer immer in der Tiefkühltruhe. Achtung, wenn du einen von den neueren Gefrierschränken hast, die sorgen dafür, dass sich die Eiskristalle abbauen. Ich weiß jetzt nicht, wie das heißt, Defrost oder so. Also wenn man zum Beispiel da Himbeeren einfriert und die sind nicht in einer festen Schale, sondern so in diesem, wo man es auch im Supermarkt drin einkauft, mit den Luftlöchern drin, dann sind die nach einem halben Jahr oder noch ein bisschen länger gefriergetrocknet. Das ist dann nur noch Staub und auch das würde dann gefriergetrocknet sein, beziehungsweise da sind dann gar keine von diesen Eiskristallen mehr zu sehen. Also dann solltest du vielleicht auch nochmal eine Tüte drum tun, also in eine Tüte reinstecken, wenn du das nicht in den nächsten 7 bis 14 Tagen brauchst. Ich weiß es nicht, vielleicht sogar in den nächsten 4 Tagen. Die sind, wie gesagt, recht frisch eingefroren und ansonsten, ne, Plastiktüte kann man ja mehrfach verwenden. Und dann legst du dir die hier auf Eis. Die passt ja immer noch mal irgendwo zwischendurch. Ne? So. Lohnt sich. Und das Kühlungshandtuch, wie gesagt, das legst du dir um den Hals oder bindest dir hier so um den Kopf. Schwupp, da war doch die Karte voll. Kennen wir doch noch von früher, ne? Wenn der Film voll war und das immer zum unpassendsten Moment. Aber auch so eine Karte ist mal voll. Ich wollte nur noch sagen, ne, das ist super schön im Sommer, wenn es richtig knalleheiß ist. Und denk dran, benutze auch deine Kühlungstücher. Die sind einfach toll, rund ums Jahr, aber im Sommer immer feucht machen und dabei haben. Ne? Und die Steigerung aus dem Gefrierfach. Ja, und jetzt viel Spaß damit. Und bitte, ne, deine Tipps hier runterschreiben, damit wir uns austauschen können. Ja, dann sage ich mal Tschüss
Und immer schön viel trinken, ne, wenn es so heiß ist. Bis bald. Jetzt hoffentlich kommen sie auch, die heißen Tage.